Jo Leute, welcome back zu SWC 2024 America's Preliminary Day 1. Schauen wir uns jetzt irgendwie an. Reihenfolgemäßig wird es halt eigentlich überhaupt nicht passen. Ich habe irgendwie gerade geschaut, was gab es irgendwie Japan und irgendwie noch China und irgendwie noch irgendwas. Also irgendwie noch 3 Tage. Aber ja, ich weiß nicht, ich finde irgendwie die ganzen Asiaten-Dinger irgendwie ein bisschen langweilig, aber. Vielleicht mache ich es irgendwie noch, so wenn ich halt irgendwie mal viel Zeit habe, ja. Aber jetzt möchte ich irgendwie mal so America machen und EU oder so, falls es irgendwie EU gibt oder so. Ja, weil das Ding ist einfach irgendwie so, wer kennt diese Asiaten? Ha? Ich kenne da irgendwie nie jemanden. Und dann sehe ich hier, dass wir Mini, Shinny und Gap haben und denke mir, ja super, die kenne ich irgendwie auch noch nicht. Habe ich auch noch nie gehört. Aber ja, der Mini-Shin ist hier bei Malevolent, alias Malicious. Platz 12 sein bestes Ergebnis und gab Platz 66. So. Vivacell und Laura geprevent. Okay, warum Vivacell, ha? So, das Ding ist halt, wir sehen halt leider auch da halt die übelst langweiligste Meta-Scheiße ever, ja. Also, ehrlich gesagt kann ich schon nicht mehr sehen. Das ist ja irgendwie, ich spiele ja auch gegen nichts anderes. Halt, I don't know, Sagar, Chandra, Gapsu, Velachul, Heigang, Juno, alles irgendwie nichts neu. Einfach halt mega broken, unkillbar irgendwie gefühlt. Unendlich CC und Passives und Healing und Cleanses und nur noch dastehen einfach und dann halt passiv irgendwie, so kommt es mir irgendwie vor. So, Julien gebannt, Bella gebannt und wir sind in Artemis als Last Pick. Ich meine wenigstens Defense Buff, ne, von Wedgehut, Defense Buff für Velachul und Artemis. Schauen wir mal, wie der Artemis irgendwie gebaut ist, ob der auf Crit Damage ist. Er ist auf jeden Fall ziemlich langsam, das ist zu erwarten. Er ist nicht auf Will. Also weiß ich nicht, was es sein wird. Despair. Irgendwas. So, Heigang mit Strip. Ja. Sanctuary kannst du eigentlich. Na gut, macht er. Okay, da waren es dann. 3701 Damage. Ja. Velachul Sanctuary wurde gestrippt und dann kam wieder Heigang mit dem Cleanse. Ich hasse diese Unit einfach. So, kann Velachul irgendwie in Deathbreak landen? Das Problem ist, das glaube ich dann eh Gaps. Na gut, kann er eh nicht. Aber Gaps hat glaube ich eh geclanced. Ja, und jetzt ist halt irgendwie so ein Back and Forth halt, ne? Nix Besonderes wird jetzt irgendwie passieren halt. Der Fokus den Velachul. Artemis wird halt auf Velachul heilen müssen. Jeez, das ist irgendwie ein bisschen. Ich weiß, Branding ist oben, aber Defense Buff. Ein bisschen squishy, ha? Huh? So, Sagar wieder mit dritten Skill ready. Okay, und Dispers dann. Okay, ich meine, war gar nicht so wenig Schaden gerade vom Artemis, knapp 8k. Das ist halt das einzige, wie der Artemis muss halt carryen, das restliche Team da ist halt gar nichts, ja. Macht halt gar nichts. So, geht er mit dem Heal oder macht er ein bisschen Damage, ja? Okay, er macht Damage, 9k. Ist nicht so übel, okay, der Stun ist halt schon wieder mega. Juno macht halt nicht das 2, ne? wegen Heigang Passive. Weiß ich nicht, ob sie nicht trotzdem irgendwie lohnen würde, aber dann wäre Artemis, glaube ich, irgendwie nicht mehr gestunt. Ja, gab's so mit seinem zweiten Skill Velachul kurz vorm Droppen. Und der Artemis, glaube ich, hätte Heal ready, aber ja. Ist halt gestunt, Velachul down. Revenge Stun auf Juno, das willst du halt natürlich auch nicht. Ja, das ist, ich weiß nicht.
Stun again. Chandra einfach so OP mittlerweile. Er ist einfach overbufft, ja. Also ich fehlt ja irgendwie noch, dass er einen AOE Defense Break hat oder so. So, Artemel provoked, gedeathbroken und gestunt, ja. 1 zu 0. Ich würde echt gerne nochmal wissen, so, weißt du, so, dass das Team vorher, was sich irgendwie die Leute denken von, also die, was das spielen, so, was ist der Plan irgendwie dahinter? Ich kann irgendwie nie einen Plan erkennen, ganz ehrlich. Das ist irgendwie so ein, du kommst dran, ich komm dran, du kommst dran, ich komm dran. Da ist nicht irgendwie, ich mache irgendwie, weiß ich nicht, Strip, Boost, Attack by Reduce und Nuke ihn dann. Nein, das ist so, keine Ahnung, wie so Schach halt irgendwie, weißt? Einmal du, einmal ich, einmal du, einmal ich. So, das schaut aber schon interessanter aus. Mini-Shinny hier. Die haben jetzt letztens geschaut, dass das Light-Puppendings, sie heißt nicht Kovacic, ich habe immer Kovacic gesagt, ich meine, ich werde es auch wahrscheinlich weiter jetzt sagen. Aber es ist Kovacic oder so, glaube ich, gell? Ist eh wurscht. So, ich würde irgendwie, weiß ich nicht, fast schon einen Effner bannen. Weil sonst kriegst du halt irgendwie nicht. Schau, schau, schau. Bin ich gut, ha? Er hätte halt irgendwie den. Ja. Der Mini-Shinny hat halt nur einen Speed-Lead und Gap hat halt zwei. So, das heißt Mini-Shinny. Vermutlich mit Turn 1 ist es eine Swift Laura Kiss, es ist eine Swift. Wie auch immer ich vorher dazu gesagt habe, wird Chiana. Okay, boostet nicht Chiana. Macht halt Attack Buff, ist eigentlich auch nicht so übel. Laura mit Bioproc, okay. Bellatrix wird nicht gestrippt, aber. Da ist ja eh noch Chiana. So, was machen die Angels? Ha? Irgendwie versuchen Deathbreak zu landen. Okay, da ist er auch schon. So, Chiana wird wahrscheinlich Oliver oder Chandra bomben. Jo, das ist so useless. Das ist so useless. Why? Ich meine, es wäre eh scheißegal gewesen. Er hatte keinen. Was? Wait, what? Warte mal. Er stand den Bellatrix nicht, ne? Okay, das ist halt schon wieder so unlucky, aber ich hätte es trotzdem nicht gemacht. Warum würdest du eine Attack-buffte Bombe auf einen Bellatrix wasten, der eh schon nur noch Hälfte HP hat, plus einem Deathbreak oben? Keine Ahnung, warum, ha? Du wastest eine Attack-buffte Bombe mit Chiana auf einer Unit, die sowieso schon halb tot ist, die du sowieso weiter fokust, wo ein Deathbreak oben ist. Also keine Ahnung, was ist das? Man kann, weiß ich nicht. Hätte ich nicht gemacht, ganz ehrlich. So, Hackerfälle, das Ding ist halt, wenn da irgendwie Chiana nicht. Triple Stun, ha? Scheiße, einfach nur broken fucking Chandra. Beste Unit gerade irgendwie. So, Cooldown Increase Resisted. Aber ich glaube, das war's eh. Und jetzt ist halt irgendwie wieder so, was wäre gewesen, wenn, ja? Ja, ist halt. War das nicht auch ein Waste gerade irgendwie? Na, aber die Angels drankommen, gell? Ist vorbei, ja? Ich meine, ich weiß, du darfst nicht leaven, aber es ist vorbei.
meine, ich würde es mir irgendwie noch einmal irgendwie anschauen, aber dann heißt es wieder, dass es irgendwie nervig ist, wenn ich das mache. Aber meint sicher einfach der Stun oder der Resist von Bellatrix halt, ne? Das ist halt beschissen gewesen. Was wäre gewesen, wenn, ja? Also ich glaube, das Match wäre, glaube ich, komplett anders irgendwie ausgegangen. Die Attack Buff, der Bomber hätte genug Damage irgendwie gemacht. Weiß ich nicht, auf Oliver, Chandra irgendwie sowas. Den Velachul hätte er irgendwie auch noch gerippt, so nebenbei. Ja. Unlucky halt. Das ist halt einfach das. Ich finde das extremst störend halt, ja, dass sowas halt irgendwie. Weil er halt resistet. Jetzt kannst du dich irgendwie fragen, hat die Qiyana nicht genug Accuracy, was ich irgendwie nicht glaube? Ist der Velachul auf Max Resistance, was ich glaube, ja. Was wieder egal ist, wenn du irgendwie High Accuracy hast, ja. Also. So, wir sehen den Qiyana wieder, wir sehen den Julian, Velachul, Wedgert. So heftig, wie viele auf einmal irgendwie halt Velachul irgendwie picken. Und ja, wir sehen halt Heigang, den Feuermonkey, Juno, Chandra, Sagar. Nichts Spannendes leider. Und da muss halt irgendwie ein fetter Last Pick kommen, dass halt irgendwie der Julian durchkommt. Ciao. Don't know. Ha, Ban Heigang. Ich glaube irgendwie nicht einmal, dass der Ciao irgendwie gebannt wird. Ich glaube, mit Julian mehr OP. Schau, bin Wahnsinn. Ja, aber. Was machst du jetzt mit deiner Qiyana zum Beispiel? Kannst du dir vorstellen, wenn du irgendwie. Stell dir vor, du pickst. Also du ziehst Qiyana irgendwie so dein erstes Eldenet 5 oder so zum Beispiel. Nach 25 Jahren. Und dann pickt jemand Heigang und deine Qiyana ist komplett useless, ha? Huh? Man kann den Monkey bomben. Naja, der dritte Skill ist halt gerade komplett useless. So, eine Vio-Qiyana. Genauso wie der zweite Skill oder der dritte Skill gerade von Velachul useless. Ich würde den Velachul irgendwie. Warum? I don't know. Ich finde ihn gerade so useless irgendwie. Keine Ahnung, warum irgendwie so viel gepickt wird. Vor allem, wenn du eh irgendwie Sagar bannst. Aber gut, so. Huck wird wahrscheinlich kommen. Nein. Okay, wäre relativ wurscht gewesen. Justice geht eh durch. Der Monkey. Was ist das für eine beschissene Animation? Wo ist der Monkey? Wieso sehen wir Heigang und Juno? Wo ist der Monkey? Der hat, glaube ich, Justice überlebt. Na, die Bombe ist irgendwie noch detonated. Was ist denn das für ein squishiger Ciao? Macht ja gar nichts. So. Qiyana down. Hat halt prinzipiell auch nichts gemacht, außer irgendwie eine Bombe plus ein Vioproc. So, wird halt, weiß ich nicht, Velachul oder Wedgert oder so fokussen. S2 strippt alles. Schön für ihn. Er sollte halt eigentlich auf Chandra gehen, weil Huck wird halt kommen, ne? Weil ich glaube, na, oder? Justice, glaube ich, geht nicht durch Huck. Würde irgendwie keinen Sinn machen. Justice! 8K, ha? Das könnte irgendwie so ein Sonya Trap Haying sein, ha? So, also die Frage, ne? Kann irgendwie Zhao dann genug Vioprocken? Um das Ganze halt irgendwie zu solo. Oh. Der war nicht schlecht. Okay. So, Huck kommt auf die Juno, allein schon halt wegen dem Cooldown Reduce, ne? Der wäre natürlich immer noch gestunt, aber ja.
Mr. Chao könnte. Bellatool wird jetzt wahrscheinlich droppen. Tudor, Wedge dann halt irgendwie als nächstes. Und dann bleibt halt der gute Chao über. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, aber das in der Juno den Chao vielleicht mit ein paar Crits oder so. So Turn Cycle. Okay, nice Vileproc. Chando down. Jetzt glaube ich halt irgendwie nicht mehr, dass es passiert. Okay. Wäre irgendwie noch schön gewesen zum Sehen. Ha? Das ist ein bisschen nervig, dass der da jetzt irgendwie rausgegangen ist, finde ich. So, finde ich gut. Hagen, Preban und Julian. So, Oliver Effner. So, wir wissen jetzt, dass diese Kovaci auf Swift ist. Aber er hat nur ein Speed Lead wieder. Die Chiana, glaube ich, war ja auf Bio. Die Laura, glaube ich, auch. Huh? Okay, Angels gebannt, Ro gebannt. Defense Lead versus Speed Lead. Das heißt, ein Effner kriegt auf jeden Fall Turn 1. Effner kann halt einen zweiten Skill machen. Kova-Ding ist aber, glaube ich, auch Off-Will. Ne? Jupp. Effner wird auf jeden Fall S2 machen. Landet auf den Death Break. Frage ist halt, was machst du jetzt? Huh? Cigar stunnen. Okay, geht auf einen Kill. So, das Problem ist ja, das ganze Boosten und so bringt halt nicht so viel. Sagar ist halt noch auf Will, Gianna ist auf Will und der Oliver moved so oder so. Also Finish. Okay. Muss wahrscheinlich jetzt irgendwie Laura resetten oder keine Ahnung. Was macht er? Okay, finished. Mit S2, glaube ich. So, Gianna halt obviously mit dem dritten Skill. Quads done into. Ist ein Bio, kriegst keine Tech Bar, oder? Jo, Bio-Proc, okay. So, weiß ich nicht. Könnt Velachul oder so bomben. Okay, bombt Oliver. Und Damage auf die Effner. So. Achso, Velatul hat eh dritten Skill schon raus. Eigentlich eh useless, die Unit gerade. Soll wahrscheinlich die Effner finishen. Jo, Effner down. Okay, Skill 2 wegen dem Slow Debuff. Okay. Sonst halt irgendwie ein bisschen wasted, aber Slow Debuff ist auch nicht so übel. So, Bombe ist wieder ready. Okay, ich wollte gerade schon sagen, Resist, aber nur der Dot resistet into S3. Okay, der war ziemlich nice. So, fettes Comeback, ha? 2 zu 2. Wieso immer die Viva Shell gepreband, ha? Was macht der, dass der Viva Shell preband? Doomen, okay. Doomen könnte ein Force Bun sein. Ja, das Team rechts ist so ekelhaft einfach. Wirklich, so grauslich. Ich müsste eigentlich selber irgendwie jetzt, weiß ich nicht, mich desinfizieren, ha? Okay. Ja, leider Doomen gebannt und sogar. Ja, die Frage ist halt, ob dann der Julian halt einfach carrying kann. Irgendwie, weiß ich nicht. Dieser Wedge Velachul. Ist das so geil irgendwie gerade das Team? Beste Unit ever, ne? Okay, landet ein Deathbreak auf der Juno, wird halt die Juno fokussen. Oh mein Gott, das reicht nicht. Aber der Vileproc, ha? Und das ist schon einmal irgendwie eine gute Ausgangslage, um da irgendwie weiterzukommen.
So, Stun auf Gapsu, Stun auf Chandra. Okay, doch nicht. Okay. Julien ist echt so eine. Ist so gut irgendwie geworden. Ich meine, ich möchte ihn irgendwie auch nicht haben, sage ich ganz ehrlich. Aber ich glaube, er kann. Also, ich glaube, irgendwie so Julien, wenn du irgendwie Runen hast und ein halbwegs vernünftiges Team und er nicht gebannt wird und du auch ein bisschen Skill hast, glaube ich, carry da halt irgendwie easy so ein Guardian. Ja, was willst du halt machen? Das ist halt so eine richtige YOLO-Unit und du kannst halt fast nichts gegen ihn halt machen. Du kannst ihn mit Dots killen und irgendwie halt Oblivion, aber. Hat halt nicht so viele, gibt halt nicht so viele Units, die dein Arc, Pixie sowas können. So, Hack kommt da halt irgendwie noch, aber. Glaube, das ist gelaufen, ne? Focus Chandra. Der zweite Skill bräuchte halt irgendwie. Okay, Stunt Gapsu, na gut. Der zweite Skill müsste halt eigentlich ein bisschen genervt werden und halt irgendwie eine Runde länger Cooldown, glaube ich, haben. Okay. Das war ja mal ein fettes Comeback, ha? Huh? Mini-Genie, ha? Huh? Ja, was sind das da alles für Leute? Hast du noch nie gehört? So, was haben wir da? Tuan und Zetas. Sind wir wirklich in Amerika, oder was? Wer sind diese Leute, ha? Huh? Platz 8 gegen Platz 77. So, Chandra gibt Preband und Kova. Wie habe ich gesagt? Kovaci oder so, gell? Ich glaube, Kovaci heißt das Ding. Ist ja eh scheißegal. Was habe ich jetzt gemacht? Bin irgendwie an der Taste angekommen. So. Also, Angels leider wieder mal. Sagar und der Feuer. Feuer. Weiß ich nicht. Ist das der mit S3 Healing? Ich glaube schon, oder? Das ist keine Ahnung, was diese Drecks-Units können. Wer? So, Laurent und Julian, Hagen, Oliver. Carnal Fire Monkey. Gut, da wird jetzt wahrscheinlich irgendwie eine Wasser-Unit Last Pick kommen, die dann halt irgendwie gebannt wird. Da ist er auch schon, Mr. Ciao. Wollte ich eh sagen, aber ja. Okay, never mind, ha? Huh? Er bannt trotzdem den Oliver und der andere Kollege. Die Angels, Defense Lead und HP Lead. So, Turn 1 Laura, eh klar. 120 Base Speed. Der Karnel ist auch off, Will. Ja, das Problem ist. Da, das ist das Problem. Die beste Unit in Game mal wieder. Weil du halt mit der Laura strippst, boostest du halt. Ja. Beste Unit in Game. Okay, und das ist dieser Feuertyp da halt. Also er hier. Was ist der Bayek oder was weiß ich, aber der, was halt S3 Healing und Defense Break halt hat. Ich schwöre, Hagen, ich. Einfach nur eine beschissene Unit. So, Monkey überlebt mit einem HP, wird sich noch ein bisschen heilen können. Glancing aber oben. Wire proc sich ja gleich. Nein, tut er nicht. Er Wire proc dafür. So. Ja. Das war halt nicht so wild, das war halt greedy. War gut, Sagar provoked die Laura. Ciao, finish den Monkey. Carnal Vire procked out of stun. Glancing um und sowieso resettet. Ich muss ganz ehrlich sagen, was ist der Typ, der Typ unten, Platz 8? Na, was ein bestes Ergebnis. Und ich meine, wenn ich so einen Scheiß mache, ja, okay. Aber du musst doch irgendwie wissen,
Eigentlich muss er doch schon wissen, bevor das Spiel irgendwie losgeht, was irgendwie so passiert eigentlich, ja? Und dieser Laura S3 into Boost halt, war doch halt irgendwie komplett beschissen, oder? So, kein Ohr mit dem letzten Hit Defense Break. Aber das Ding ist, ich glaube, er gewinnt es trotzdem. Julian einfach OP. Kein Sleep. Oh, wieder mit 1 HP überlebt. Ekelhaft. Es kommt drauf an, wenn der Chao ein bisschen Wireprockt. Provoke oder dieses Feuerding irgendwie Wireprockt. So, Lord Down Wireprock. Er muss aber trotzdem den Karnal killen. Jesus, 1 HP schon wieder. Wie geht das? So, jetzt wird's interessant. Wenn Chao jetzt einen Wireprock kriegt, Justice ready, Wireprock. Okay, kein Stun so ready, was glaube ich eh egal gewesen wäre. Okay, irgendwie zum Schluss noch ein bisschen spannend geworden. So ein ganz kleines bisschen. Aber der Anfang einfach. Ich meine, ich muss mir das. Ich will nicht irgendwie so Blödsinn halt reden, weißt du, aber. Deswegen finde ich Laura so überbewertet auch irgendwie, ja? Ich meine. Sie hat einen 120 Base Speed, sie ist so viel schneller als der Rest von seinen ganzen Units, ja. Ich glaube nicht, dass sie auf Swift ist, ja. Und ich meine, was machst du? Ich finde nicht einmal irgendwie, dass das Lore das Problem ist, es ist einfach Hagen das Problem, ja. Es ist einfach eine behinderte Unit, ich kann es echt nicht oft genug sagen. Wirklich, so eine beschissene Unit einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich irgendwen ernsthaft gibt, der irgendwie sagt, Hagen ist in Ordnung, ja. I don't know. Das ist die Hagen Preban, ja. Man sagt alles, oder? So. Wir sind in Ren, wir sind Double Speed Leads, wir sind Sagar. Erstes Ding, Kovacic. Wie bin ich auf Kovacic gekommen? Ha? Ich habe irgendwie ein paar Buchstaben drangehängt. So, Vanessa, Julian und eine Feuer-Cassandra. Smicer und der Feuertyp. Glaube ich, kann irgendwie auch silencen und rennen und. Uah. Okay, Band dem Feuertypen und Vanessa. Ja, das heißt hier, der Typ rechts kriegt halt auf jeden Fall Turn 1, allein schon, weil er halt einen Speed Lead hat und halt Ren auch mit einer High Base Speed. Ja, nice Will Runen. So, könnte jetzt irgendwie die Cassandra noch strippen, ha? Macht er auch. Okay, Fred steht halt auf Renom. Der ist ja, glaube ich, sogar protected, ne? Ja. Kann ich da mal alles zumachen? Jesus, ha? Silence, Stun, Stun Bomber, Silence, Slow. Okay, Julian interessiert sich nicht. Sein ganzes Team irgendwie baut gerade so auf Julian halt einfach auf, ne? Dass halt Julian eigentlich carried. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass ihm das da jetzt irgendwie gelingen wird. So, was machst du? Angel Stun vielleicht? Chandra Stun? Ren Stun? Gar kein Stun. Dafür ein Wireprock. Jesus, war das gerade Triple Stun? Ich schau mal aus, ein Wireprock von Sagar wäre wild. Okay, kein Wireprock. Apfel auf Kovacic plus Stun. Ja, ich glaube, das ist irgendwie schon. Bei die Cassandra habe ich irgendwie letztes gelernt.
Ich glaube, dass sie nochmal irgendwie drankommt, oder? Und einen Nuke macht. Ja, aber sie glänzt sich, ja, aber. Okay, never mind. Sie kommt halt nicht dran. Sie glänzt sich zwar, aber sie kommt halt nicht dran. Ja? Und wurde gerade von Ren gestunt. Ja, die wird auch nicht mehr dran kommen. So, er könnte jetzt irgendwie Ren finishen, ha? Huh? Ich bin ja froh, dass es nicht nur mir so geht, dass die Units immer mit 1 HP überleben. So, Hack auf Ren. Damit wird das mit dem Finish nix. Cassandra down, war komplett useless. Exploded. Ja, das gewinnt er auch nicht mehr. Ja, da wird er Platz 8 gerade ordentlich zerstört, ha, von Platz 77. Laura und Burkitt, ha? Overpower der Unit. Karl und Vanessa. Ja, und auf der anderen Seite sind wir. Oh mein Gott, ha? Ja, lock ein, mir ist scheißegal. Sollen auch einmal irgendwie andere Leute zerstört werden? Okay, er hat eingeloggt. Ja, Banzagar, ha? Ganz ehrlich. Punt-Hagen. Okay. Hagen und Karma gebannt. Ich hätte einfach gesagt, friss den Revenge und schau, dass du überlebst. So, Laura mit Turn 1. Revenge. Alter, was? Warum nicht, ha? Huh? Okay, Strip Stun, Overpower der Unit. Er könnte ja eigentlich gerade auch mit einem Stun gehen mit den Angels, oder? Jo, und kriegt den Zagar auch noch. Dreckiger Lacker, ha? Holy shit. Quad Slow, Double Stun. Okay, strip den Hack, so, was Cigar kommt. Was macht Cigar? Dritten Skill natürlich. Auf die Angels. Okay, Marsha Klassiker mit dem Vileproc. Burkhild down, Burkhild re. Wegen Vanessa dritten Skill, aber Wirt, der macht überhaupt keinen Schaden. Bye bye. Nice Vileproc-Marsch, ne? Ja, das ist halt einfach. Das ist halt einfach so kein Follow-up bei dem Team unten, ja? Du hast. Das ist halt so ekelhaft, dieses Team da oben halt auch einfach, ne? Einfach mega tanky. Übelst viel CC und alles, ja. Aber gegen solche Teams tue ich mir irgendwie auch gerade schwer. Also diese ganze Sagar-Chandra-Scheiße. Mit Velachula irgendwie noch. Einfach Tanky. Tanky Bruiser. Ja, 3 zu 0 zerstört. Nicht schlecht, Kollege. So, was haben wir da? Big V gegen Topa V. Ich wusste gar nicht, dass Topa irgendwie widerspielt oder noch immer. Keine Ahnung. So, Yonhong und ja, Kovachi gebannt. Ein Okeanos. Wow, Topa spielt auch mit der Scheiße. Ach, und er hat einen Ragdoll, hä? So, und Chiana. Nein, man, Topa geht halt auf Turn 2. So unkillbar irgendwie aus. So, ich würde irgendwie, weiß ich nicht, so. Oliver Bann kann es, glaube ich, nicht viel falsch machen. Okay, Bann Okeanos, Bann Rector. Schauen wir mal, was da passiert. So, Juno Turn 1. Geil.
Nicht viel passiert, ja, das Ding ist. Was jetzt, hä? Cigar oder Velachul? Cigar ist halt das safere Play. Stimmt. Okay, ich weiß nicht, war das jetzt irgendwie so geil von ihm? Weil, ich meine, okay, ich glaube, Smeister wäre so oder so dran gekommen, ne? Halt hier Hagen-Dingens, da glänzt halt wieder. Bombe und Stun auf Velachul trifft. Cooldown Increase auf den Feuertypen, dass der kein S3 Cleanse Healing-Dingens da machen kann. Wird die wahrscheinlich weiter fokussen, oder? Feuer oder Cigar, okay, geht auf Velachul, na gut. Wird wahrscheinlich weiter auf Velachul gehen. Mal schauen, irgendwie, ob die Bombe halt reicht. Provoke resisted. Resettet den Feuertypen links, ha? Hat er bekommen, aber halt keine Attack Bar Reduce. Ist halt irgendwie auch immer Kacke bei Oliver. Bin ja nur froh, dass das bei der anderen irgendwie auch so passiert. So, noch ein bisschen Damage auf Velachul, aber das muss jetzt irgendwie mal reichen, oder? Oh mein Gott, das reicht natürlich nicht. Wie viel, ha? Könnten Sie mir ein bisschen besser anzeigen? 11k? Dude, hat er irgendwelche Tech-Substats, ha? Into Wire Proc. Defense Break of Smicer. Hat Juno wenigstens S2 jetzt ready, ha? Das Ding ist, Oliver kommt vor Juno dran, also ein gewasted Turn. Okay, Juno hat S2 ready. Irgendwelche Stunts vielleicht einmal. Okay, entscheidet sich für ein Finish. Na gut. Chandra wurde gesilenced von Smicer. So, Heging hat S2 ready. Beste Unit in-game. Wirklich. So, Reset Oliver. Eh klar. Irgendwas wurde resisted. So, okay, Vileproc, der Reset wurde resistet, ist halt auch scheiße für ihn. So, was macht Juno? Feuertyp. Der kommt irgendwie auch zu nix, ha, der Feuertyp da. Wurde gerade wieder gestunt. Kein Provoke of Oliver. Hat er Skills ready, ha? Okay, jetzt einmal nicht. Und ich glaube, er wird auch nicht mehr dazu kommen. Wieder gestunt von der besten Unit in-game. Okay, Bombe resistet, aber trotzdem gestunt. Bye bye, Feuertyp. Ja. So, Gianna Rector gibt Prevent. Ich glaube, irgendwie nach dem muss ich eben schon ein Päuschen machen. Deswegen ist es so. Ich habe irgendwie jeden so Tunnelblick irgendwie manchmal, keine Ahnung. So, Petter, ha? Miles. Miles ist nicht so übel. Deswegen wird auch gebannt. Genauso wie die Angels. So, Speed Lead, Resistance Lead. Könnte aber trotzdem sein, dass Yonong Turn 1 bekommt, ha? Tut sie. Problem ist halt, was machst du damit? Okay. So, die beste Unit ever. Strip natürlich alles. Aber gut. Pedal cut it. Okay. Resist wieder. Strip. Nein. Cooldown Increase wieder resistet. Und Provoke Attack by Reduce auch. Schön für ihn. Okay. Yonong gestrippt stunt. Irgendwie so Immunity.
Es gibt einfach schon so viele Leute, also so viele Units irgendwie, die strippen können. Deswegen finde ich irgendwie so Immunity. I don't know, ne? Man, sogar Perna kann irgendwie strippen und so. So, Camp Provoke. Huck wird wahrscheinlich auf Velatrol kommen. Nein. So, landet irgendwie Deathbreak, yo, tut er. Der komische Feuertyp, ja, wird schon wieder gestunt von der besten Unit in Game. Müsste halt einfach einmal irgendwie drankommen. So, Provoke ja noch, ha? Into Vioproc. Dritten Skill auf Patter, jupp. Huck of Velachul, Huck of Cigar, really? Why? Wait, what? Man, ist glaube ich eh schon scheißegal. Warum ist er gerade mit Chao auf Chandra gegangen? Keine Ahnung. Eh egal. Ich sag irgendwie so, ich bin da enttäuscht. Ich meine, wenn irgendwie so der normale Standardtyp halt irgendwie da so. Aber die Leute müssen doch eigentlich schon wissen, so bevor das Spiel irgendwie losgeht, zu erwarten ist irgendwie, was halt passiert, ja? Du musst dann mit dem Team da unten. Man, du hast halt nichts gemacht, ja? Jesus, Chandra ist die beste Unit in Game, oder? Nach Heying hat, glaube ich, schon wieder gestunt. Deathbreak of Chao. Huck of Velachul, Skill 1 for the Finish. Na, crittet ja immer. Einfach zerstört. So, Cigar und Oliver geprevent und um Gottes Willen, was ist das, ha? Sekhmet und Dominik. Und eine Annabelle, die mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit gebannt wird. Wird sie nicht, okay. Dominik gebannt dafür. So, Segment mit Turn 1. Ich vermute mal, er wird Oki resetten, weil Juno hast halt als Stripper für Kovacci. Reset Oki hat er bekommen. Und schau, ich check einfach nicht. Was? Ja, okay, jetzt hast du irgendwie S2 gemacht, weil S3 hättest du eh nicht machen können, ja? Du wirst aber nie S3 machen können, weil die Juno wird halt nicht S2 machen, solange hier das Light-Puppendings da nicht irgendwie S3 macht, ja? Wird Juno nie S2 machen. Und damit ist die Unit komplett useless halt einfach. So, Double Stun, ha? Huh? Strip den Defense. So, willst du cleansen? Nein, dritter Skill von Annabelle. Deathbreaks sind halt oben, aber. Was bringt's? Also, keine Ahnung. Ich meine, der Typ ist offensichtlich besser als ich. Ja, ich meine, brauchen wir nicht drüber reden. Aber er wird halt einfach zerstört gerade. Kehrt halt den Reset halt resistet, ja. Ich meine, was, ich kann halt absolut keinen Plan halt irgendwie erkennen, ja. Er hat diesen Feuertypen gebannt. Vielleicht wäre irgendwie Juno-Bann besser gewesen zum Beispiel, ja. Ich spiele halt so einen Scheiß nicht, ja? Will ich auch nicht. Okay, nice Sleeprock. So, jetzt macht halt einmal S3, ja? Das Ding ist aber auch so. Ich meine, für Dominik ist sicher Tech Buff nice, ja?
Aber für die anderen, was machen die anderen mit Attack Buff? Sicher für einer, weil irgendwie, wenn sie dritten Skill hätte zum Beispiel, aber hat sie ja gerade auch nicht. War ja von Gapsu. S2 Juno. Okay, nice. Sleep Proc, hä? Huh? Also sie sind relativ low, ne? Hat halt kein Sustain. Bin ich ein Chandra? Schade, dass er nicht der Fractal gemacht hat, hä? Huh? Hat eh kein Torrent ready. So, Healblock auf beiden Units oben. Okay, da kommt nochmal der Enerwell Cleanse Heal. Stun von Juno. Reset auf die Enerwell. Resisted. Scheißegal. I don't know, Alter. Komplett. Also. Strange Pixel irgendwie und komplett irgendwie zerstört. Hat er nicht. Achso, warte. So, Gianna Rectal Prevent. Ich weiß nicht, Alter. Ich bin auch kein Fan von dieser. Von diesen Light-Puppen-Dings da irgendwie. Auch gerade so irgendwie als First Pick, ja? Dominic Vanessa. Jesus, was sind das? Was ist das für eine Meta-Scheiße? Was sind das für langweilige Teams, wirklich? So, Vanessa gebannt, Juno gebannt, na gut, aber. Segment wird Turn 1 bekommen, ja. Segment wird hier Koma-Dingens resetten oder den Feuertypen. Hat er bekommen. Sagar moved als nächstes. Könnte die Feuer-Unit resetten. Okay, unlucky. Hug of Sagar. Oh mein Gott, hey. Stripped Stunt, das sollte auch nicht möglich sein eigentlich. Das erste Strip Proc und dann halt das Stun, ist halt mega beschissen. So, Deathbreak gelandet. Smice auch useless. So, wie viel Damage macht der Dominic? 8405 im letzten Hit. S2 Segment. Provoke of Dominic, yo, Hack of Segment, Skill 3. Feuertyp irgendwie wieder gestunt, der kommt dann einfach zu nix. So, Reset is ready. Okay. Für den Fall, dass er irgendwie out of stun Wireprockt, ja, Healblock halt auch oben, ne? Der Wireprock von Smice war halt auch gerade useless. In gewisser Weise halt, ne? So, kann Chandra finishen, weil Deathbreak ist oben. Critten tut er eh immer. Okay, Fokus Kova. Kova irgendwas, da ist der Wireproc out of stun. Gut, dass er ihn vorher resettet hat, ne? So, Kova G, ja. Lebt immer noch. Hätte halt mal irgendwie was finishen sollen, denn den Feuertypen hätte er schon längst gekillt. So. Kann irgendwas boosten und Cooldown reduce. Und das Ding ist ja. S3 ist halt jetzt ready. Der heilt halt beide Units. Könnte halt auch irgendwie Sagar one-shotten, wenn er zum Beispiel Deathbreak landet. Okay. Dominic musste zu der Rescue kommen. Wireproc von Bellatrix. Ja, okay, jetzt hat er. Aber das Ding ist halt einfach mega greedy irgendwie von Topa. Er hätte halt einfach diese scheiß Unit einmal finishen sollen.
Anstatt dass er irgendwie versucht, zwei Units gleichzeitig zu killen. Ich meine, ich weiß, er hat ihm halt resettet und alles. Holy shit, ha? 18k? Ich meine, Branding, Attack Buff und so. Ja, aber ganz ehrlich, das hast du selber verloren jetzt irgendwie, Topa, ohne Spaß. Hättest einfach mal irgendwie den Feuertypen gefinisht. So. Jetzt sehen wir wenigstens, glaube ich, noch ein bisschen ein swiftiges Game. Gianna, Ciara, Vanessa und Ephna und die Yone auf der anderen Seite. Problem ist halt, was machst du? Ah ja, du kannst. Die Topa kann eigentlich irgendwie nur noch so auf Turn 2 halt irgendwie gehen. Rektor Juno. Okay, ein Firebike, dann irgendwie als Last Pick. Ich glaube, das ist ein Bike, ich habe keine Ahnung, wirklich. So. Ethna und Rektor gebannt, na gut. Okay, das Ding ist aber. Die Yone könnte trotzdem Turn 1 bekommen. Ich glaube, dass die Yone Turn 1 bekommt, ha? Oder wie schnell ist die Gianna? Okay, die ist. Ja. Scheint irgendwie nicht auf Swift zu sein. Er boostet Chandra. Okay, ich sehe, was er macht. Die Juno wurde halt. Juno kommt halt dran. Juno mit dem Strip. Okay. Ziemlich guter Play eigentlich gerade, muss ich sagen. Obwohl er da halt auf Full Will war. Ne? So, Despair Vanessa. Strip Despairs dann. Oder Strip, keine Ahnung. Ich glaube nicht. Eh wurscht. Stun auf die Vanessa. Fokus auf die Ciara. Kein Stun. So, was bombt Ciara? Yone wahrscheinlich, oder? Jo. Siehst du? Ich schwöre Gott, diese Turn-1-Bombe ist irgendwie verbuggt. Glaube ich ganz ehrlich. Also sage ich jetzt irgendwie, ist wirklich meine Meinung, dass die Turn-1-Bombe irgendwie verbuggt ist. Dass die irgendwie weniger Accuracy hat oder irgendwie so, ja. Das glaube ich wirklich. Es passiert so oft, diese Turn-1-Bombe. Es ist einfach zu oft, ja. So, kann die Ciara Vio proppen? Ist die auf Vio? Keine Ahnung. Achso, weil das Ding ist halt, wenn die Ciara droppt, haben wir eh noch die Vanessa da stehen. So, Provoke auf die Gianna. Kann das Ding Vio proppen? Nein. So, Ciara down. Kann die Juno die Ciara finishen? Nein, aber der Chandra vielleicht. Huh? Okay. Hat gereicht. Gianna ist eigentlich auch schon so gut wie down. Bioproc von Gianna, der war nochmal huge. Bombe will ich auf Sagar machen, ne? Gebombt. Bombt gar nichts. Und jetzt sei mal nicht böse. Das ist das letzte Match, ja? Stell dir vor, es ist das Finale, wo es wirklich um irgendwas geht, ja? Und ich weiß nicht, ob es wird. Zwei Bomben halt gemisst, ja? Einfach bitte. Jo, nice Defense Break. Hat nicht einmal geprockt, ne? Ist halt das nächste. Prockt halt nicht einmal der Death Break. Nicht einmal irgendwie resisted oder so, sondern prockt halt ganz einfach nicht. So, und ja. Eine Wind Unit landet halt Death Break mit einem Hit auf eine Feuer Unit, als ob es halt nichts wäre. Aber die Feuer Unit mit 5 Hits schafft halt irgendwie nicht einmal, dass der Death Break auf einer Wind Unit prockt, ja? Ich meine. Es ist halt einfach. Es wundert mich irgendwie, dass das Spiel noch nicht tot ist, wenn du dir sowas irgendwie anschaust. So, ich muss jetzt mal irgendwie ein bisschen Pause machen. So, na gut, machen wir weiter. Wir haben als nächstes. Oh, Stay Hive versus True Whale. Okay. Platz 42 gegen Platz 1, ha? Huh? Ich würde jetzt mal irgendwie sagen, True Whale gewinnt. Gewinnt. So. Wedge hat gebannt, Hagen gebannt.
Wie wird Jeffersky kommt, Joel? Ha, hat alle Units im Game doppelt und dreifach und spielt auch mit der Scheiße. Mit Gianna und Julian. Oh, eine Sonja. Bei ich bei der Sonja. I don't know, ob die jetzt irgendwie wirklich irgendwas killen würde. So. Beide haben halt irgendwie einen Speed Lead. Aber ist halt ekelhaft, ne? Gianna, Julian, Sonja. Who knows? So. Chandra gebannt, Julian gebannt. HP Lead von Viva Chat, Speed Lead. Na, dann werden wir ja wahrscheinlich gleich sehen, ob die Sonja genug Damage macht. Hm? Was wird er killen? Smicer? Josephine? Wie langsam der Rektor ist, hä? Hm? Alter Schwede, was waren das? 42k? Was ist das für eine Josephine? So, er increased Cigar. Tja. Okay, und damit kriegt Josephine den Instance Turn. Bombe ist dann auf die Angels. Cigar kommt halt immer noch dran, ne? Er hat halt mit Josephine nicht gefinished, aber geht trotzdem down. So, Rector mit Bioproc, Glancing auf Sonja. Sonja finisht die Josephine. Ist die Gianna auf Vio, ha? Und kann sie irgendwie rausprocken? Wäre eh egal, oder? Bei Silence. So, Rector proc dafür schon wieder. So, Sonja wieder Skill 2 ready. Smicer down. Bioproc von Viva Chell. Verstehe ich auch nicht ganz. Da macht er irgendwie kein Skill 2. Da kriegt er einen Bioproc. Dann macht er Skill 2, anstatt dass er irgendwie versucht, die Sonja zu finishen. Die wird halt auf Vivagel gehen, weil sonst killt sie sich eh selbst. So, Sonja down und ich glaube, Rektor und so wird das irgendwie heimbringen, ne? So, Bombe landet auf Viva Chell. Critical Error wieder auch machen, dass er gestunt wird. Okay, Double Stun. Ah, vielleicht doch nicht, ha? Huh? Ich hätte Rektor doch zu oft geweiht. Proc, Rektor, Bombe, Resisted. Oh mein Gott. Hm. Kein Bioproc. Könnte irgendwie in Torrent Range kommen, oder? Ah, ich glaube irgendwie gestunt, wenn die Bombe jetzt landet, tut sie. Ja, siehst du, und das ist irgendwie so, warum ich Rektor, weiß ich nicht, mir macht er irgendwie zu wenig. Ja, das Passive ist irgendwie in manchen Situationen halt mega OP, ja, super nervig, gerade irgendwie halt, wenn du sowas spielst wie ich, aber ja, sonst so. Gianna Vivacell geprevent, Julian first, Angel Velatul, Dominic Nikki. Wieder ein Rektor als Last Pick. Ein Light Totem, ha? Huh? Nicht, was hat die? Cooldown Reduce und Attack Buff Push oder so, ha? Huh? Ich habe ja nur Maya. Maya weiß ich, was ich kann. Gar nichts. So, Cigar gebannt. Dominic gebannt. Na gut, Attack Buff der Julian, ha? Huh? So, der Angels natürlich first. Wo sind die Angels da oben? Strip Death Break. Boost into Bioproc. Okay, Glancing.
Warum eigentlich keine Skill 3 gerade von Niki, hä? Wegen Rector Passive? Boosten? Keine Ahnung. Hätte der irgendwie gecuttet? I don't know, hä? Bioprop schon wieder. Oder wegen Tod im vierten Skill? I don't know. Cooldown Reduce of Churion, das heißt S2 Ready, Bioprop von Velachul. So, da kommt der S3, also Chandra wird down gehen. Healblock of Rector. Kann eigentlich eh nur Velachul gerade bomben. Okay, Stun and Resisted. Ja, jetzt schaut irgendwie nach einem 2:0 aus. Wirepop von Julian. Mega Damage halt, ne? Mit Attack Buff auch noch. Das ist okay. Ja, da muss halt irgendwie mehr. Also, True Rail ist halt schon irgendwie so eine andere Klasse. Muss man irgendwie schon zugeben. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwer von denen, die da dabei sind, irgendwie schlecht sind. Aber es gibt halt Leute, die schon noch einmal um einiges besser sind. Würde mich echt gerne mal interessieren, wie viel der irgendwie farmt und wie viel der da irgendwie reingesteckt hat und ob er irgendwie selber farmt oder ob er irgendwie, ne? So, auf jeden Fall 2:0. Wie schauen wir aus, ha? Sind wir da dann irgendwie noch mehr als 3 Matches? Julian geprevent, Hagen geprevent. Weil irgendwie alle dieselben Units halt irgendwie so auch geruhnt haben, ne? Die sind Feuertypen da wieder. An Runen wird es ihm wahrscheinlich irgendwie nicht mangeln. So, und eine Sonja wieder zum Schluss. Die Viva Gel war ja auf Wire, also nicht auf Swift. Und wir wissen, dass die Josephine muss irgendwie auf Triple HP oder so waren, ha? Waren? Was? Josephine muss irgendwie auf Triple HP sein. Oder? HP, Crit Damage, HP? Keine Ahnung. So, Chandra gebannt, Sonja gebannt. Ja, das heißt wahrscheinlich, Gianna wird Turn 1 bekommen. Speed Lead. Achso, na, die Angels bekommen Turn 1. Wird wahrscheinlich dasselbe wieder machen, ne? Sagar boosten, Josephine resetten, wegen Passive. Jupp. Jetzt kann halt einer von den beiden Units. Ich würde halt irgendwie Josephine gerade bomben. Na, Critical Error natürlich. Und der Feuertyp wird halt dritten Skill auf Velachul nehme ich mal anmachen, weil halt schon Deathbreak oben ist. Das finish noch mit dem Vioproc. Okay, Vioproc out of stun von Vivacell. Okay. Ja, aber. Das ist vorbei. Ganz ehrlich. Das ist einfach vorbei, das Match schon, ne? Keine Ahnung, ja. Das ist einfach. Das ist einfach outgepickt, ja? Kann man nichts sagen. Das ist einfach. Halt gutes, keine Ahnung, gutes Speed-Tuning oder weiß ich nicht, ja, es passt halt einfach alles, ja. Und das ist das, was ich meine. Der Typ hat halt wirklich einen Plan, ja. Im Vergleich zu so vielen anderen, ja. Der spielt das halt, der weiß genau, das mache ich, das passiert. Und das bringt mir den Win halt, ja. Das war was. Ganz ehrlich, oder? So stelle ich mir das vor, wenn da jemand irgendwie dabei ist. Aber manche Leute sind dann irgendwie dabei und. Ja. Ganz ehrlich, oder? Guter Spieler, wirklich. Das. Du kannst nichts anderes dagegen sagen. Das ist einfach. Der hat einfach seinen anderen zerstört, ja? Das ist ganz eine andere Liga, der Typ mit. Und ja.
So, was haben wir da? Mini-Shinny, Zetas, Mini-Shinny, Mini-Shinny, Mini-Shinny mit einem Kaktus-Profilbild. Schau, was ist der langweilige Scheiß, ja? Tessarion. Er kommt sicher nicht durch. Das heißt aber, dass F nur Turn 1 bekommt. Also Wedgehot gebannt, Tessarion gebannt. Defense Lead, Speed Lead. So, Willerunen. Okay, voll Willerunen bis auf. Jesus, die Angels sind schneller als die Effner gerade. Könnte das eine Vio-Effner dann halt irgendwie sein? So, die Tiana wird sicher rippen. Noch nicht, aber. Wird nicht allzu lang dauern. So, Juno Finish. Sogar, weiß ich nicht, Angels oder so, ha? Huh? Okay, Effner. Nur das Ding ist halt trotzdem. Du hast halt dann nicht mehr genug Damage halt irgendwie, ne? Deathbreak resisted. Ist, sag ich mal, zu erwarten, dass das komische Cookie-Pudding-Teil, da wird sicher irgendwie Max Resistance haben. Bellatrol wird nicht allzu viel Accuracy haben. Deathbreak auf Ethner. Das Cookie-Teil, da glänzt sich jetzt irgendwie auch selber und was weiß ich, was das irgendwie noch alles macht. Ziemlich starke Unit eigentlich, wurde ja auch wieder gebufft. Rippt irgendwie das Schild. Okay, die Effner kommt nochmal dran mit einem fetten dritten. So, Skill 1. Wireprop von Sagan hat aber eh keine Skills ready. Provoken kann eigentlich auch nix. Die Frage ist halt, die Angels werden nicht reichen. Okay, aber hat, glaube ich, Juno geboostet, ne? Okay. Jetzt muss halt das. Also eigentlich hätte ich mir gar nicht mehr gedacht, dass das Agara so schnell down geht. So, Sanctuary. Ich muss halt jetzt das Cookie. Ja, das. Das ist so irgendwie nice, dass du den stunst. Okay, Fokus der Julian und killt halt damit irgendwie das Cookie, ne? Kann halt irgendwie sein, dass das gerade der Plan ist. Weiß ich nicht, wird wahrscheinlich auf Juno gehen, oder? Okay, geht auf die Angels. Das könnte. Ich check's nicht. Wieso würdest du da jetzt auf das. Das verstehe ich nicht. Erst gehst du auf den scheiß Julian und dann auf einmal gehst du auf das verdammte Cookie. Obwohl die Schild auch noch oben hat. Julian hat jetzt auch Schild oben. Erst blinkt er links und dann biegt er rechts ab. Was? Zieh's durch, ganz ehrlich. Ich glaube gar nicht, dass das so schlecht gewesen wäre, wenn er Julian weiter gefokust hätte. Ne? Wegen den Multi-Hits von der Juno irgendwie auch noch. Ich weiß nicht, vielleicht hat er es irgendwie geschafft, dass er den halt irgendwie so killt. Schauen, jetzt geht er wieder auf Julian. Problem ist halt, der burstet dich halt weg. Aber es war halt Fail von ihm. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, das hätte. Also. Ich hätte das wahrscheinlich irgendwie nicht gemacht, ja, dass ich auf Julian halt irgendwie so gehe. Aber dass er es gemacht hat, fand ich gar nicht schlecht, aber er hätte halt einfach dabei bleiben sollen, ja. Aber gut. So, Angels gebannt, Wedgehot gebannt, irgendwas Besonderes. Hagen. Segment Effner. Schau als Last Pick. Könnte irgendwie darauf hindeuten, dass ein Effner gebannt wird. Okay, der Chow hat sich transformed zu einer Laura. Weiß ich nicht, ob ich jetzt irgendwie so geil finde. So, Ciara gebannt. Segment gebannt.
Okay. Also Effner wahrscheinlich mit Turn 1, ne? Speed Lead. Jesus, also das kann keine Swift Effner sein. Aber das Ding da, das hat ja nicht viel Base Speed, ne? So, Laura, und kommt der Hagen jetzt auch noch dran? Wenn dann noch der Sagar irgendwie dran kommt. Strip Charm, ja, der Sagar kommt schon mal auch dran. Ja. Also, das ist mal ultra fail. Alter, du hast nicht. Er hat ein Speedlead und kommt trotzdem nicht dran. Wie langsam sind denn die Units? Ich meine, ich weiß, Speedbuff und alles, aber trotzdem. Boom. What's done into Vioproc? Aber nur ein Slow, was ich das sehe, auf Chandra. Vioproc von Velachul, aber eh resettet, ne, logisch. So, das wird. Nice Vioproc, ha? Also die Epness. Geschichte könnte Sagar boosten, ha? Macht aber glaube ich dritten Skill. Achso, das Ding ist halt, ja, das, wie viel? Das Ding boostet ja auch, aber ich weiß nicht wie viel. Ich schätze mal, deswegen wird er halt nicht reingekommen sein. Ohne den Boost hätte er wahrscheinlich eh gecuttet. Aber ja. Ist ja schon irgendwie lächerlich, dass eine. Selbst wenn es eine Bio-Effner ist, ja. Das ist sicher keine Swift-Effner, aber man, Entschuldigung, du hast 119 Base-Speed plus Speed-Lead. Und wirst von den Units outgespeedet. Ich meine, what the fuck, wie langsam. Das kann ja, ich weiß nicht, das muss eine 160er Bio-Effner oder sowas sein. Trotzdem, naja, keine Ahnung, ja. Definitiv, voll, also. Da kannst du nicht mal irgendwas dagegen sagen, ja, dass er irgendwie unlucky oder so, das war einfach, ja, deserved halt der Lose. Wind Panda, komm, ah, natürlich, so, und der Julian auch gebannt, ist wahrscheinlich irgendwie nie schlecht, Julian zu bannen, kann man nichts falsch machen, so. Angels mit Turn 1. Wundert mich, dass die Angels alle Swift sind, ha? So. Effner Jump irgendwie nicht auf Feuer gecrittet, ha? Weil er schon mit Sanctuary boostet halt auch den Sagar mit den. Okay, Juno Reset macht auch Sinn, ja? Ich dachte, er wird den Feuertypen resetten, aber Juno Reset passt schon, ne? Boah, einziger Stripper, logisch. Ich meine, er, glaube ich, kann ihn ja auch strippen, gell? Oder er könnte, wenn er nicht resistet. Aber ich glaube, er hat irgendwas bekommen, ne? Anti-Crit. Aber ja. Juno ist ein AOE-Stripper. Ja, und der Typ, der irgendwie nur Single-Target strippt oder so. So, Defense Break ist auf ihm oben. Das heißt, Mr. Chao, baller ihn weg. Ja. Das ist halt, weiß ich nicht, was soll ich das sagen? Es ist halt einfach, es ist irgendwie so Leichtgewicht gegen Schwergewicht, ja. Der Typ hat halt kein Land mit irgendwie gesehen. Oder willst du mir sagen, dass da noch ein Comeback kommt, ha? Vielleicht doch. Okay, sogar dritten Skill reset die Angels wahrscheinlich. Provoke. Könnte irgendwie greedy werden. Ja, geh auf die Effner, ha? Hast du Justice gemacht? Na, oder war das Justice? Justice! Ich meine, die Juno könnte immer noch finishen, ne?
Man müsste halt irgendwie den einen oder anderen mal critten. So, wie viel, ha? Nicht genug. War ja auch nicht. Fällt der Ciao, ha? Kannst du irgendwie Pushbacken, ja, oder? Normalerweise? Oh, er lebt immer noch. Kein Vioproc. Wenn der Chow down geht. Dann geht er down. Okay, ich glaube, die Juno hat das. Hä? Außer natürlich, er ist mega unlucky und trifft da nie was mit Cigar, aber. Deathbreak. Oh, landet nur ein Deathbreak, aber ja. Okay, Wahnsinn, ha? Wir können uns noch ein viertes Match von dem Typen da anschauen. Ich bin begeistert. Not. Hey, schau mal, wie wir da haben, ha? Aber ich bin auch nicht begeistert von dem gerade. Zu wenig Damage einfach die Unit für meinen Geschmack irgendwie so. So, na gut, schauen wir mal. Also, Miles mit Turn 1, logisch. Kann aber eigentlich gar nichts gerade machen. So stunmäßig. Außer einfach mal irgendwie Turn 1 Wildproc und Hälfte von Giannas HP zerstören. So, Bombe am Feuermonkey gelandet. Critical Error, Triple Stun, weil Monkey kann man nicht stunnen. So, was bombt die Ciara? Da haben wir Monkey. Detonated aber nicht. So, ich würde halt S2 machen, oder? Okay, Glancing am Monkey. Interessiert ihn trotzdem nicht. Crit Defense Break of Giannas. So, Donnergott transformed. Bekommt. Was war schon mit dem Miles? Huh? War denn? Wieso nur eine Runde Provoke? Keine Ahnung, ich habe es irgendwie nicht gesehen. Wurscht. So, drei Bomben. Der Monkey wird halt sicher sterben. Wildproc von Ciara. Bombe Nummer 4. Detonaten braucht er eigentlich nicht. Nasagar ist noch provoked. Monkey down, kommt mit 9k zurück. So, jetzt muss halt den Monkey. Okay, Wildproc von Giana. Why? Das check ich immer nie. Das ist so eine gewastete Bombe halt einfach. Aber okay, ich meine, er geht down. Das ist itchy. Aber komm, ich meine, sei mal nicht böse, oder? War das, hä? Huh? Man hätte es nicht gereicht. Ich hätte jetzt mit Giana Vanessa gebombt, ich hätte Critical Error gemacht und mit Ciara Skill 1 gefinished. Oder mit Skill 3 oder irgendwie so. Ich glaube nicht, dass er das überlebt hätte. Aber okay, es macht eh keinen Unterschied. Also. Oh, na da schon. Haben wir einen Liebling in der Mitte. Hat er, glaube ich. Weiß ich nicht, ob der irgendwie noch spielt. Hat er ziemlich verloren am Anfang. Aber. So, Topa gegen True Whale. Das wird auch noch interessant, hoffe ich. Giana Jungle gebannt, geprevent, Cigar first. Oliver Segment, Yonhong, Marsha. Ah, ich glaube nicht, dass True Whale Leo pickt, oder? Okay. Das Ding ist halt, der Topper muss irgendwas picken. Hat er schon eingeloggt? Ja, gell? Okay, also es wird ein Leo Ban. Das könnte ein Oliver Bann werden, oder? Oder Segment, Marsha?
Abundant Word. Holy shit. Also das sagt alles, oder? Overpowered True Will, deren Word am meisten respektiert. Ich schwöre bei Gott, nerf die Drecks-Unit. Braucht doch eh keiner mehr. Keiner spielt Word irgendwie in PvE, oder? So, Yong mit Turn 1. Weiß ich nicht, Skill 2. Okay, so, Reset wahrscheinlich. Ich würd Velachul resetten, ne? Dass du halt irgendwie einen zweiten Skill mit der Segment dann halt hinkriegst. So, Oliver resettet Sagar. Marshall wahrscheinlich Sagar fokussen, oder? Okay, zweimal Skill 1. Man hätte eigentlich gewusst, dass er Bioproct. Weil der Dings, der Sagar wird gleich wieder voll sein. So, er wird vermutlich Oliver fokussen, ne? Oliver? Was ist das? Yonhong? Jesus. Okay, Greed. Naja, Greed. Nicht wirklich greedy. So, Segment mit Skill 2. Okay, gar nicht übel. Can provoke. Die Marsche wird halt den Bayek, da, falls es ein Bayek ist, aber ich glaube, der Feuertyp halt. Die Marsche wird den wenn der jetzt nicht weiter prockt. Finish it, ha? Komm, du gehst nicht auf den Sagar. Okay. Das Ding ist, die Marsche kommt eh noch einmal dran gleich. So, what the fuck, hey? Really lucky, wie gerade von dem Oliver, ne? Wenn meiner das mal irgendwie machen würde, Fire Units. So. Bellatrol hat er eh resettet mit Oliver, Sagar ist wieder resettet. Okay, Cooldown zwar increased, aber keine Attack-Bar bekommen. So, wenn der jetzt nicht prockt. Bam. Slow Debuff ist oben. Ich weiß nicht, ob die Marsha da irgendwie vom Velatrol drankommt. Huh? Increase Attack Bar. So, er braucht einen Provoke am Oliver. Into Wire Proc. Okay, ich glaube irgendwie, dass der Velatrol vor der Marsha drankommt, oder? Ja, schaut so aus. Skill 2 ready. So, was jetzt, ha? Okay, finish den Velachul. Schaut gut aus für Topa. Auch wenn Sagar jetzt irgendwie Skills ready hat. Die Segment wird gleich down gehen. Oliver wieder resetten. Naja, es kommt halt. Frage von Prox jetzt irgendwie, ja? Wenn Marsha Deathbrick landet. Ich glaube nicht, dass die Angels irgendwie Marsha killen, aber schau mal. Deathbrick landet, aber er lebt halt immer noch. So, landet er den Provoke? Yep, ein Bio. Kein Bio, aber es ist ein Guard down. Ich glaube, die Angels, ja, Oliver wird das wahrscheinlich immer noch überleben, oder? Den einen Hit zumindest. Ja. Okay, Skill 2 nur. Kein Bio. Das wird wahrscheinlich sicher reichen. Ich meine, der Oliver hat 2 HP gefühlt. So, na gut. Da war schon mal kein Crit dabei. Angels oder Marsch, was glaubt ihr? Mann, ich weiß nicht, also ist halt. Eigentlich würde ich gerade sagen, die Angels machen es. Ja, es kommt halt einfach darauf an, ob der jetzt irgendwie ein Defense Break landet und halt crittet. Und nein, tut er nicht. Das machen wir, ha? Okay, das schaut nach Dismount aus.
Ja, ist schon ein bisschen bitter. Er crittet halt gar nicht. Jo. Hätte ich mir ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber ja, halt irgendwie unlucky. Hätte Marshall Defense Break gelandet, plus irgendwie so gecrittet. Aber gut, so, Julian Hagen geprevent, Gott sei Dank. Asher. Oliver Effen, okay. Topa mit Turn 1. Ne? Double Speed Lead, High Base Speed Units. Der wird halt nicht durchkommen, oder? Und Tour wahrscheinlich Oliver oder Sagar oder irgendwie so bannen. Wahnsinn, Alter. Ich bin. Als ob ich schon gesehen hätte, aber habe ich nicht. Na, ist eigentlich so, so. Logisch. So, aber. Kriegt der Ash hier Turn 1? Kriegt er. Das sollte halt irgendwie ein fixes Game dann sein. Deathbreak of Yon-Hong. Ist schon OP, ja, was der Deathbreak ausmacht, so damage-mäßig. So, er hat halt eigentlich quasi gerade alles raus. Oh mein Gott, der Asher, ha? Huh? Wir haben nicht das Sagar und Chandra das groß reißen. Bombe auf Sagar. Gar, Skill 1 of Effner, reicht halt für einen Kill. Silence of Sagar. Ja. So, Angels und Chandra geprevent. Julian Marshall. Leo. Panther Leo. Okay, sag ich mal, auf den Bait halt reingefallen. Und er band den Speed mit Vanessa. Das heißt, Topa kriegt dann jetzt auf jeden Fall Turn 1. Ich schätze mal Sagar Reset. Oder Skill 2. Ja, aber der Oliver hat auch resistet, aber. Was? Verdammter Quad Dispers dann? Hatte ich, glaube ich, noch nie. So. Du wirst Sagar mal resetten müssen. Sag ich nur S2, gell? Wireprop von Rector. 3 Dots sind oben. So, wem klaust du Attackbar? Ha? Julian. Okay. S2 Master. Cooldown Increase bekommen. Gut. Juno wird. Okay. Ich wäre mit Juno weiter auf Marshall gegangen. So, Skill 2, logisch. Deathbreaks überall oben. Die Marshall wird dismounted durch die Dots, das heißt, die kommt mit 0 Attackbar zurück. Oliver wieder ist 3 auf Julian, bekommt auch den Attackbar Decrease. Sagar resettet. Jesus, Rektor, der wireproppt jede Runde, ha? Huh? Ja. Ein bisschen heftiges RNG. Vor allem agree ich irgendwie nicht mit dem ersten Segment Reset. Weiß ich nicht, ich hätte sogar irgendwie resettet. Hätte ich halt irgendwie Asher boosten lassen. Ja, keine Ahnung, vielleicht hat er dann irgendwie die Marshall gewonshot, wer weiß. So, da ist er natürlich wieder der Rektor. Und Marshall. Rektor gebannt, ha?
So, beide haben halt Speed Lead, aber Laura wird halt Turn 1 wegkommen. Schauen wir mal, ob die halt jetzt irgendwie so voll Speed-tuned halt irgendwie sind. Mit Speed Buff. So, Laura Turn 1. Okay. Okay, Revenge von Juno, ha? Quads dann? Einen nur. Gehst du auf Velachul? Na, geht auf Juno. Revenge schon wieder. Gehst du auf Velachul? Geht er, wird wahrscheinlich auch detonaten. Ich schätze mal, Damage wird nicht reichen. Meine, der Dots. Hätte Velachul jetzt gewireprockt, wäre er down gewesen. Aber Juno glänzt halt, ne? Und so stirbt er halt nicht. Ist irgendwie auch lustig. Ich meine, er stirbt. Ja, er stirbt trotzdem. Aber er hätte schon viel früher tot sein können. So, Deathbreak auf der Ciara, die wieder gestunt wurde. Damage auf die Marsha, dass du dismountest, ha? Jesus, das ist so dumm, Alter. Strip plus Stun direkt. So, Viaproc oder weiß ich nicht, was war. Ich glaube, ein Viaproc. Und der Laura, er braucht halt irgendwie einen Proc. So, finish die Juno. Die wurde und halt einfach Bioprox wieder, ne? Es ist halt. Ich weiß nicht, ob es was ändern würde. Ich meine, die Juno hätte die Ciara gefinisht. Die Laura ist auch schon mega low, also. Das ist halt, das ist so heftig halt. Der Bioproc. Der Bioproc. Ja, na gut. Jura gewinnt. Wir sind fertig. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.